Das zweite Buch, Idur und Nemosi. 84 unterirdische Zwerge kamen mit Nemosi nach Aradabar. Ihr Einzug wurde mit viel Händeklatschen und Umarmungen gefeiert. Sie brachten Zierat aus Gold, Silber und Kupfer mit. Sie küssten den blauen Stein, tauchten ihre Mützen in das Wasser des Meeres und zogen durch die Straßen der Stadt, um zu schauen, wie alles verfertigt sei. Dann veranstalteten sie ein gemeinsames Festmahl und legten sich in einem großen Kreis schlafen. Am nächsten Tag sprach Nemosi zu Idur: »Dein Reich ist schön, deine Stadt kunstvoll gebaut, aber die Augen aller blenden wird Aradabar erst mit unserem Gold, unserem Silber und Kupfer.« Idur antwortete: »Lass uns ein Reich bilden, unter der Erde und ober der Erde gemeinsam, und Aradabar soll die Stadt aller Zwerge sein, zu gleichen Teilen aus Stein, aus Gold, Silber und Kupfer.« Von diesem Tage an regierten Idur und Nemosi das neue Reich der Zwerge gemeinsam. Sie ließen breite Treppen in den erloschenen Vulkan hauen, die einen Weg vom Innenreich ins Außenreich bildeten. Unzählige Zwerge sind im Laufe vieler, vieler Jahre auf ihm hinauf und hinuntergezogen, um die kostbaren Metalle heraufzuholen oder herrliche Steine von oben zu bringen. Sie ließen einen schwarzen Schmelzkessel aufstellen, in dem Kupfer geschmolzen wurde, um Pflastersteine daraus zu schmieden. Sie ließen einen silbernen Turm bauen, noch höher als den buntfarbigen steinernen Regenbogen, und darauf wurde eine goldene Sonnenscheibe angebracht, die des Nachts das Mondlicht in 1000 Funken zurückwarf. Neue Meere wurden gegraben, größere Wälder gepflanzt und ganz Aradabar mit einer langen goldenen Mauer umgeben. So gedieh das Zwergenreich ungezählte Jahre lang in Frieden und Glanz. Die Schönheit des Landes zog die Aufmerksamkeit der Tiere auf sich. Sie versammelten sich allmählich an den Grenzen des Reiches. Die Wölfe im Norden, die Löwen im Süden, die Kriechtiere im Osten und alles, was Flügel hatte, im Westen. Die Zwerge wollten ihr Reich mit goldenen Gittern umgeben, aber Idur und Nemosi ließen das nicht zu. »Lasst sie in Frieden kommen und mit uns leben«, sagten sie. »Lasst jede Tiergattung einen Gesandten schicken«, dann können wir ihnen Gebiete zum Wohnen anweisen. So kam es, dass Vierfüßer, Kriechtiere, Springtiere, fliegende, bellende, brüllende und muhende Tiere, langhalsige und langhaarige, wollhaarige und nackte, nach Aradabar kamen, von jeder Art eines, und über die kupfernen Straßen zum silbernen Turm zogen, wo Idur und Nemosi sie empfingen. »Sieh«, sprachen die Zwerge zum Löwen, »das Gebiet Dur ist für dich und die Deinen.« Und sie legten dem Löwen ein goldenes Halsband um den Nacken. »Sieh hier«, sagten sie zum Wolf, »die ebene Erde ist für dich und die Deinen.« Und auch der Wolf erhielt ein goldenes Halsband. So bekamen alle Tiere ein Gebiet angewiesen und auch ein goldenes Halsband umgelegt, und sie dankten den zwei Zwergen. Dann gingen sie heim, holten ihre Artgenossen und lebten in Frieden in den Gebieten, die ihnen im Zwergenreich zugewiesen waren. Nur das Schaf war vor den Zwergenfürsten stehen geblieben und sprach: »Meine Gefährten und ich haben noch jemand bei uns, einen Hirten, der uns gefolgt ist.« »Was ist ein Hirte?« fragte Nemosi. »Ein Mensch«, antwortete das Schaf, »er ist noch jung.« »Möge er kommen«, sprach Idur. So trat der Mensch in das Reich der Zwerge ein. Es war ein kleiner Knabe von kaum 12 Jahren, der mit bloßen Füßen über die kupfernen Straßen Aradabars patschte. Er hatte weder Vater noch Mutter und wollte gerne bei den Zwergen in deren schönen Stadt bleiben. In den folgenden Jahren stiegen die Zwerge immer wieder über die steinernen Treppen auf und ab, in den Berg und aus dem Berg, holten immer mehr Kupfer, Silber und Gold heraus, meißelten immer mehr Steine.
Die Tiere lebten in den Wäldern und Feldern und an den Ufern der Meere. Und der Knabe wurde in Zwergenweisheit unterwiesen, bis Idur und Nemosi sahen, dass er größer wurde als sie selbst. Um diese Zeit kamen Himmelsdeuter und meldeten, dass der Sonnenbogen in die Erde zu sinken beginne. 3 Daumenlängen im Jahr sinkt die Sonne, sagten sie. Ihr Schein wird schwächer und die Wärme nimmt ab. Unruhe darüber entstand zuerst bei den Tieren. Vögel begannen wegzuziehen, einzelne Vierfüßer folgten. Im Süden ist es wärmer, so wurde erzählt. Idur bestieg den silbernen Turm und beobachtete in der Nacht die Sterne, so wie er es getan hatte, als er das erste Mal aus dem Berg gekommen war. Er sah, dass der kupferne Löwe sich weiter nach Süden begeben hatte, dass der silberne Schwan nicht mehr genau über seinem Kopfe flog und der goldene Sternenwagen höher am Himmel blieb als früher. Dann verschwanden die Sterne, denn es kamen Wolken und zum ersten Male fiel Schnee im Reich der Zwerge auf die funkelnde Stadt Aradaba. »Kehren wir unter die Erde zurück, hier werden wir sterben in der weißen Kälte«, sprach Idur. Und so begannen die Zwerge, die goldene Mauer, die Zwergentürme, die Zwergentore und Häuser ihrer Stadt abzubrechen, und sie schleppten sie stückweise über die Treppen unter die Erde, um sie da wieder aufzubauen. Als die Arbeit beinahe vollendet war und im Außenreich nur mehr der steinerne Regenbogen, der silberne Turm mit der goldenen Sonne und die kupfergepflasterten Straßen übrig waren, kam der schreckliche Schneefall. Nemosi und der größte Teil des Zwergenvolkes befanden sich im Innenreich. Idur war draußen. Mit 17 noch übrigen Zwergen und dem Knaben erstieg er den erkalteten Feuerberg, als der wirbelnde Schnee sie plötzlich einhüllte. Sie sahen ihre Hand nicht mehr vor Augen. Die steinerne Treppe verschwand vor ihren Füßen. Ausgleitend und fallend mussten sie zurückweichen, während riesige Schneemassen donnernd in das Loch des Berges stürzten. Der Zugang zum Innenreich war für immer verschlossen. Ende des 2. Buches.